Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, in dem wir jetzt hier eine Stammfunktion, ein unbestimmtes Integral, bilden sollen und da kommen Brüche drin vor. Und zwar, ich lese mal vor, 5x minus 4 geteilt durch 3x plus 7 plus 2x plus 1 geteilt durch 3x. Da könnte man jetzt denken, oh, was mache ich denn damit jetzt? Welche Regel soll ich denn da drauf anwenden? Das sind ja Brüche, okay, da kenne ich mich vielleicht mit Logarithmus, kann ich mich da noch ein bisschen retten. Aber hier wird es dann auch schon nachher, naja gut, da kenne ich dann am ehesten noch die lineare Kettenregel, muss ich ja vielleicht substituieren oder sonst irgendwas. In diesem Fall haben wir hier eine lineare Funktion, da und da auch eine lineare Funktion. Was passiert eigentlich, wenn ich lineare Funktionen per Polynomdivision durcheinander teile? Oh, da könnte man fast ein eigenes Video draus machen. 5x durch 3x ist 5 Drittel. Und zurückgerechnet ergibt das dann hier 5 Drittel. Nee, natürlich nicht. 5 Drittel mal 3 sind ja 5x. 5 Drittel mal 7 sind plus 35 Drittel. Wenn das hier zusammenrechnet, kommt hier unten minus 15 2 Drittel raus. Also es bleibt erstmal jedenfalls eine Zahl übrig und dann bleibt ein Rest übrig in den meisten Fällen. Ansonsten hätte man auch wahrscheinlich kürzen können und hätte das sehen können, gerade bei linearen Funktionen. Aber man kann das auch standardmäßig immer so machen. Minus 15 2 Drittel kommt dann hier hin. Minus 15 2 Drittel geteilt durch 3x plus 7. Das gleiche kann ich auch hier mitmachen. Mache ich auch nochmal 2x plus 1. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Halt! Jetzt habe ich ja eigentlich diesen Teil hier schon so weit verändert, dass ich sage, das ist 5 Drittel minus eigentlich sogar 15 2 Drittel mal 1 durch 3x plus 7. Hierfür kenne ich was. Das ist lineare Kettenregel. Dieses hier ist nur eine normale Konstante, die kriegt nachher noch ein x dran gebastelt und dann ist gut. Dieses hier ist nur ein Faktor davor und dann bin ich viel glücklicher mit dem Term als mit diesem hier. Wenn ich das also relativ zügig hinkriege, dann kann ich mir auch diesen Weg hier merken und komme relativ zuverlässig zum Ergebnis. Das gleiche wollte ich hier drüben auch nochmal machen, durch 3x. Das ist ja gar keine Polynomdivision, sondern ich teile ja hier nur durch 3x. Also 2x durch 3x ist, ja, man könnte hier sogar aus 2x plus 1 durch 3x, könnte man auch machen 2x durch 3x plus 1 durch 3x. Bei 2x durch 3x können wir auch das x kürzen. Ja, das ist jetzt natürlich hier so ein kleines bisschen wirr, weil hier oben habe ich noch gesagt Polynomdivision. Wir können das gleiche auch damit anfangen. Ja, das will ich nur nicht nochmal zeigen. Und dann geht es halt darum, dass man vielleicht auch noch was anderes sieht. Wenn hier nur ein, wenn hier keine Summe im Nenner steht, dann können wir zum Beispiel auch einfach den Zähler auseinanderruppen mit dem jeweiligen Nenner noch darunter. Und dann können wir das auch umformen zu 2 Drittel plus 1 durch 3x. Und 1 durch 3x ist das gleiche wie 1 durch 3 mal 1 durch x. Ne, Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner ergibt wieder das. Und dann können wir halt da tatsächlich plus 1 Drittel mal 1 durch x. Wenn wir das umgeformt haben, dann können wir das ja auch hier hinschreiben. Plus 2 Drittel plus 1 Drittel mal 1 durch x. Klammern drum dx. Habe ich nichts verändert, sondern ich habe nur verändert schon irgendwie, aber es ist jetzt nicht anders geworden. Es ist nur einfacher und übersichtlicher geworden eigentlich. Diese beiden Kollegen hier, die können wir noch zusammenfassen. 5 Drittel plus 2 Drittel sind 7 Drittel. Dann können wir hier uns die 2 Drittel klemmen. Und dann können wir jetzt lustig integrieren. Und zwar ist das hier und das hier und das hier sind Summenteile. Dieses hier ist dann ja ein Faktor und dieses ist auch ein Faktor. Dieses hier hat was mit der linearen Kettenregel zu tun und dieses hier ist, ein Grundintegral, GI. Ja, und dann geht's los. Also, 7 Drittel ist ein Faktor, beziehungsweise ist kein Faktor, sondern ist ein Summand und der kriegt einfach nur ein x dahinter. Minus 15 2 Drittel mal ln von 3x plus 7 mal ein Drittel, nämlich verteilt hierbei durch den Faktor, der vor dem x ist in der linearen Kettenregel. Kann man sich merken oder das Video dazu nochmal angucken. Ne? Lineare Kettenregel. Plus ein Drittel mal ln von x. Das ist dann der Teil hier. Und dieser Teil hier ist hier und dieser Teil ist hier. Und jetzt können wir das Ganze natürlich noch plus ci-sieren hier, weil das ist ja ein unbestimmtes Integral. Und dann können wir hier noch ein bisschen was zusammenfassen, zum Beispiel minus 15 2 Drittel mal 1 Drittel sind minus 5 2 Neuntel.
minus 5, 2 Neuntel ln von 3x plus 7. Und dieses hier lassen wir einfach so. Und dann haben wir daraus ein Schema gestrickt, mit dem wir jetzt Aufgaben dieser Art lösen können. Ich habe mir auch ein Schema zurechtgelegt, mit dem ich die Videos beenden will. Ich halte ihm ein Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.